ein Vor-, Auf- und hinter den Bühnenrock. Die Bühne und mein Publikum. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kleinkunst wird laut. Wir lassen die stillgelegte Kleinkunstszene laut werden, dank der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda Bank Baden-Württemberg. Unsere Aktion unterstützt die Künstler-Soforthilfe. Stuttgart, wer von euch helfen möchte, spendet bitte dahin, weil das sind Menschen, angeführt von Joe Bauer, die sich einsetzen für alle Gewerke der Kunst- und Kulturszene, dass wir diese trockene Zeit überstehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Herzlich willkommen am Lachmischpult, unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die ich hier habe, Lacher abzufahren. Das mache ich sehr gerne. Ja, Corona hat uns immer noch im Griff, aber es gibt Hoffnung. Hey, immer mehr Impfstoffe kommen auf den Markt. Angefangen vom Impfstoff aus Russland, Sputnik 5. Da sieht man mal, was alles nebenbei so anfällt während der Herstellung von neuen Nervengiften. Ja gut, wir haben natürlich auf die guten Impfstoffe gewartet und da hat es dann hier und da natürlich auch ein bisschen geholpert mit dem Impfstart. Gut, die EU wollte halt ein bisschen sparen und hat deshalb auch die ersten Impfstofflieferungen später gekriegt als andere. Da gab es natürlich viel Gemecker. Ja gut, man stelle sich vor, ein Schwabe hätte diese Verhandlungen geführt. Wir hätten die Impfdosen gratis gekriegt, aber halt erst 2025. Gut, unsere Kanzlerin meinte zum Impfstart, im Großen und Ganzen sei ja nichts schiefgelaufen. Das ist in etwa so, wie wenn der Captain von der Titanic beim Sinken des Schiffes sagen würde, also bis auf den Eisberg war die Fahrt eigentlich richtig super. Ja, so gab es am Anfang zwar Impfzentren, aber die konnten nicht loslegen, weil kein Impfstoff da war. Da sind andere Länder schon weiter. In Israel wird sogar bei IKEA geimpft. Modell Gutstupf. Dafür durften bei uns wenigstens die Friseure wieder aufmachen. Wenigstens da hat der Staat darauf verzichtet, eine nationale Friseur-Hotline einzurichten, damit man halt auch wirklich einen Termin kriegen kann. Ja, laut Markus Söder gibt ein Friseurbesuch den Menschen ein Stück Würde zurück. Gut, so ein Impftermin vielleicht noch mehr, aber egal. Und so hieß es halt mancherorts vielleicht, ja, schade, jetzt ist die Oma doch an Corona gestorben, aber immerhin hatte sie die Haare schön. Dann das nächste Problem, den Impfstoff von AstraZeneca, den wollten manche nicht, weil es hieß, oh, der wirkt nicht ganz so gut und der soll ja auch Nebenwirkungen haben. Das ist irgendwie wieder typisch deutsch, oder? Man stelle sich einen Verdurstenden in der Wüste vor, dem plötzlich ein Reiter mit Trinkwasser begegnet und der ihm das anbietet. Sagt der Verdurstende, tut mir leid, ich nehme nur hochwertiges Wasser aus der Schwarzwaldquelle. Und die Nebenwirkungen bei der Impfung AstraZeneca? Kopfschmerzen und Müdigkeit. Also die gleichen wie bei jedem Vollrausch. Verzichtet deshalb irgendeiner auf Bier, Wein und Schnaps? Also. Vielleicht liegt ja die Abneigung am Namen. AstraZeneca. Es klingt ein bisschen wie so ein Schurke aus einem Superheldenfilm. So, jetzt im Kino Spider-Man gegen AstraZeneca. Aber auch gegenüber den mRNA-Impfstoffen war die Skepsis groß. Ja, mancher hatte halt Angst, diese Impfstoffe könnten sein Erbgut verändern. Gut, es gibt Zeitgenossen, denen wünsche ich seit Jahren nichts anderes als Chance für ihre Kinder. Und in anderen Ländern, da wurden sogar schon Politiker geimpft. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat sich mit nahezu freiem Oberkörper impfen lassen und sich ablichten lassen. Sollten das unsere Politiker auch machen? Wenn du deinen Gedanken in unsere Ministerrunde durchgehst, dann wünschst du dir spätestens bei Peter Altmaier, dass dieses Kopfkino nie begonnen hätte. Ja, auch organisatorisch war es gar nicht so leicht, so einen Termin zu kriegen. Die Hotline war ja dauernd besetzt. Also gut, ab ins Internet. Super Idee. Vor allem für die über 80-Jährige. Entschuldigung, Leute, es sind Menschen, die halten eine Maus noch für ein Tier. Die meisten von denen haben kein Smartphone, kein Laptop. Gut, das könnte man sich kaufen. Im Laden, wenn der offen hätte. Oder bestellen übers Internet. Dazu braucht man aber einen Internetzugang und ja, ihr merkt, wo das Problem liegt.
Ja, und irgendwann musste sich dann jeder Karl und jeder Heinz in die Impfdiskussion einmischen, auch Karl-Heinz Rummenigge. Bekannt als Funktionär beim FC Bayern aus der Sportschau und als Uhrenschmuggler aus Aktenzeichen XY. Der hatte die Idee, auch Fußballer, sobald es geht, zu impfen, nicht aus Eigennutz, sondern als Vorbildfunktion. Wie wenn Rainer Kallmund sich ans Buffet vordrängelt und behauptet, er wolle nur für die anderen sicherstellen, dass das Essen auch genießbar ist. Tja, und bis die armen Kicker jetzt geimpft werden, müssen sie sich halt weiterhin an die Corona-Regeln halten. Und wer ist da ausnahmsweise mal Tabellenführer? Hä? In vorbildlichem Verhalten? Genau, der FC Schalke 04. Die halten nämlich immer mindestens 1,5 Meter Abstand zu ihren Gegenspielern. Gut, heute gibt es keine Gegenspieler, es gibt kein Gegen, es gibt keinen Spieler, es gibt nur Spielerinnen. Wir haben heute eine reine Frauensendung mit Künstlerinnen, auf die ich mich sehr freue, die ganz ähnlich heißen, aber in ihrer Arbeit grundverschieden sind. Ich freue mich auf meine erste Gästin, die ist Kabarettistin und Stand-up-Comedian, begleitet sich selber auf dem Klavier, Musik und Texte stammen aus eigener Feder. In Gießen geboren, in Hamburg beheimatet, heute in Stuttgart. Wir freuen uns auf Katie Freudenschuss. Dankeschön. Hallo zusammen. Große Freude, hier bei Kleinkunst wird laut, endlich mal wieder auf einer Bühne zu sein. Schön, euch zu sehen. Viel Spaß an den Empfangsgeräten. Oh, oh, sitzen tut auch mal gut, oder? Ganzes Jahr nur gelegen. Oh, mal gucken, ob das noch funktioniert. Wenn du sprichst, wenn du isst, wenn du lachst, überhaupt Töne machst, wenn du gähnst, irgendwas erwähnst, wenn du trinkst oder noch schlimmer, wenn du singst. Ich seh nur noch Aerosole aus jedem Mund, überall nur Aerosole. Ist das noch gesund? Nein, nicht ich, sondern du. Schließlich kommt da was raus. Und ich will's ja nicht so sagen, doch du stößt Aerosole aus. Wenn du hustest, dabei noch prustest, wenn du schreist und feuchte Worte speist, wenn du rauchst, in meine Richtung hauchst, wenn du mir zu privat bist, einfach weil du atmest. Ich seh nur noch Aerosole aus jedem Mund, überall nur Aerosole. Ist das noch gesund? Nein, nicht ich, sondern du. Schließlich kommt da was raus. Und ich will's ja nicht so sagen, doch du stößt Aerosole aus. Ich sehn mich nach den Zeiten, wo ein Mund fürs Küssen stand. Ich häng an deinen Lippen, klingt heut obszön und provokant. Ich sehn mich nach dem Lachen, wo ich mich im Klang verliere. Statt Autofokus auf den Rachen, denn da kommt was raus aus dir. Ich seh nur noch Aerosole aus jedem Mund, überall nur Aerosole. Ist das noch gesund? Nein, nicht ich, sondern du. Schließlich kommt da was raus. Und ich will's ja nicht so sagen, doch du stößt Aerosole aus. Ah.
Dankeschön. Es ist Wahnsinn, oder? Wie die Wahrnehmung sich verändert. Mir geht das so, wenn ich draußen rumläufe, man guckt nur noch auf die Münder. Beim Essen, beim Reden. Ja, so wie eben in diesem Lied schon erwähnt. Es war übrigens eine Premiere. Das Lied ist ganz, ganz frisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ist ja hart genervt, oder? Also ich könnte mir vorstellen, auch ihr seid genervt von den Maßnahmen, von was weiß ich, Friseur ist schon wieder zu. Und ja, viele können sich sehr, sehr viel vorstellen im Moment. Ich lese in den sozialen Medien überall, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir dies vorstellen. Und mich macht das total wahnsinnig, weil dieser Konjunktiv funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn einer sagt, ich könnte mir vorstellen, dass, was weiß ich, Trump immer nackt jetzt da alleine rumsitzt. Blödes Beispiel, keine Ahnung. Aber ich kann es mir dann nicht vorstellen. Also in dem Moment, wo der Konjunktiv gefallen ist, habe ich es mir schon vorgestellt. Denk nicht an einen rosa Elefanten, funktioniert nicht. Und deswegen sage ich euch nicht, was ich mir vorstellen könnte. Sondern möchte euch lieber ein weiteres neues Lied zeigen. Denn neben Corona gab es ein Thema, was kurzfristig, zumindest in meiner Wahrnehmung, Corona verdrängt hat. Ein anderes, empörendes Thema der letzten Wochen. Und es geht um Heimat und Fleisch. Du warst noch ein Kind, da kam oft ein Schnitzel bei euch auf den Tisch. Da 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 da, der Name, der juckte dich nicht. Die Soße so bunt, die Paprika würzig, es wog die Banane so schwer. Dam da 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 dam da da dam, du liebtest dein Schnitzel so sehr, mit den Jahren immer mehr. Doch dann kam der Abend, du hast dein TV angemacht. Da da da, fünf weiße Menschen, sie haben getalkt und gelacht. Da da da. Oh, Z-Wort-Schnitzel, oh, Z-Wort-Schnitzel, das gibt's nicht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sagt man das nicht mehr, bleibt dein Teller jetzt leer. Oh, Z-Wort-Schnitzel, oh, Z-Wort-Schnitzel, wie sollst du das künftig bestellen? Du bestehst auf Tradition und vergreifst dich im Ton. Du warst schon als Kind nicht gerade der Hellste und Rücksicht fiel dir immer schwer. Doch niemand störte das sehr. Doch jetzt zwingt dich die Welt, was Neues zu lernen, ein ganz neues Wort allerhand. Deutschland ist nicht mehr dein Land, wie du es einst gekannt. Denn seit diesem Abend ist nichts mehr, wie es einmal war. Du fühlst dich verraten, dein Schnitzel, es ist nicht mehr da. Da, da, da. Oh, Z-Wort-Schnitzel, oh, Z-Wort-Schnitzel, wo bist du? Stehst nicht auf der Karte. Da, 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 da. Im Wirtshaus droht gleich ein Eklat. Oh, Z-Wort-Schnitzel, oh, Z-Wort-Schnitzel, jetzt schau halt noch mal auf die Karte. Und üb mal das Wort Paprika. Und dein Schnitzel ist wieder da. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, die Fleischessenden
sind beruhigt unter euch. Es wird alles gut. Schnitzel ist nicht gestrichen. Aber ihr merkt es schon, ne? Es sind düstere Themen irgendwie, die diese Zeit beherrschen. Und ich dachte, es wird mal Zeit für ein bisschen, also Stimmung. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich mega auf die EM. Ist ja bald soweit. Es ist noch nicht so ganz klar, wo und wie. Also in einem Land, in mehreren Ländern, in wie vielen Stadien. Das ändert sich ja ständig noch. Aber mich persönlich interessiert am meisten, was ist mit dem Gesang? Also das Schönste für mich an so internationalen Turnieren sind ja die Fangesänge, deutsche Fangesänge, hohes Kulturgut. Und ich frage mich, ob vielleicht da, ja, wenn es Publikum gibt, wer darf? Also vielleicht nur geimpfte Bauchredner oder wie macht man's? Und in diesem Moment jetzt für euch alle, denn nicht alle von euch werden es in das Stadion schaffen, möchte ich einfach so einen kleinen Warm-up für die EM. Ja, also wenn ihr jetzt sitzt, einfach mal aufstehen. Und dann würde ich einfach mal mein Lieblingslied aus den deutschen Stadien mit euch zusammen jetzt einmal völlig aerosolfrei zu euch transportieren. Geht los. Ole, 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 ho. Super Deutschland, super Deutschland, super Deutschland, ole, ole, ho, ho. Ganz kurz. Ja, ich hör gerade von der Regie, es haben nicht alle mitgesungen. Ist euch das zu prollig? Ja, es ist auch prollig, das gebe ich zu. Der deutsche Fangesang präsentiert sich in der Regel intellektuell eher unaufdringlich. Aber für all die Bildungsbürger und Bildungsbürgerinnen unter euch, es gibt gute Nachrichten, denn Fußballlieder können auch Kunst sein. Deutschlandradio Kultur, Klangkunst. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Klangkunst. Am Mikrofon Urte Bielichmann, freilich. Wir möchten uns in dieser Ausgabe dem Thema deutsches Fußballliedgut widmen. Da wäre zunächst Radoslav von Horemsberg mit einem Werk, das in seiner Radikalität sicherlich für sich steht. Aber lassen wir doch den Künstler für sich sprechen und hören gemeinsam ein paar Takte aus seinem Liederzyklus Pila, aus dem Lateinischen das Leder, der Ball, Opus 86, Radoslav von Horemsberg. Ole, 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 ole. Super Deutschland. Schlulli, Uli. Wir haben uns erlaubt, dieses elfstündige Werk einmal zu kürzen. Sie hörten hier die Klimax, in der das linguistisch natürlich aberwitzig erhöhte Vaterland, Superdeutschland und das Ole verschmelzen zu Superdeutschlole. Sie bilden eine Symbiose, sie brauchen einander, bedingen einander, ja, gebären einander. Aber wir haben natürlich auch einen etwas leichtfüßigeren, populären Beitrag aus dem Musical Das Wunder von Bern unter der Regie von Waldemar Hartmann, Text und Musik Lothar Matthäus. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. Ihr könnt nach Hause gehen. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Und nun zum Abschluss dieser Sendung haben wir ihn, den Altmeister der Singer-Songwriter-Kunst. Es ist ein Künstler aus den Vereinigten Staaten. Er hat moderne Musikgeschichte geschrieben, viele Male. Und jetzt
ein Konzeptalbum herausgebracht mit seinen Lieblingsliedern aus den deutschen Stadien. Er hat sie in seine Muttersprache übersetzt. Lauschen wir den Klängen von Mr. Tom Waits. Sherry, we know where. Sherry, we know where your car. We know where your car was parked. It burned so bright. Baby, it burned so bright. Baby, it burned, 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 burned. Burn in the dark. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und Ihnen und der deutschen Fußballnationalmannschaft eine wunderbare EM 2021. Vielen, vielen Dank. Ausgesprochen gut gemacht und singen kannst du ja auch. Also wenn meine Gerlinde so singen könnte, dann würde ich sagen, geh raus aus dem Schützenverein und spiele ein bisschen Klavier, aber ich kann sie nicht. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, so ein bisschen Kultur tut schon gut, oder? Die Pandemie ist ja gerade eins geworden. Für die meisten von uns ist nicht viel passiert. Also von uns, da meine ich dann Künstler und Künstlerinnen und natürlich auch viele andere Gewerke, die damit zusammenhängen. Und im Moment so, dass mein gefühltes Lied der Stunde ist Wake me up when September ends. Wobei ich muss sagen, September 22. Ne? Also ganz so pessimistisch bin ich nicht. Ich denke, Herbst nächsten Jahres könnte was gehen. Und seit über einem Jahr stellen wir uns jetzt die Frage, ist Kultur und Kunst systemrelevant? Und man kann diese Frage nicht mehr hören. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob mir Beispiele einfallen, wo Kunst und Kultur jemals systemrelevant waren. Also so richtig, so echte Systemrelevanz, lebensrettende Systemrelevanz. Und da ist mir meine Lieblingskriegsgeschichte eingefallen. Also jeder hat ja so eine Lieblingskriegsgeschichte. Und meine ist das Weihnachtswunder von 1914. Als Deutsche und zumeist britische Soldaten die Waffen niedergelegt haben, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Stille Nacht. Das war der Anfang. Und dann ist man aufeinander zugegangen. Man hat sich Geschenke gemacht, Adressen getauscht für die Zeit nach dem Krieg. Fußball gespielt. Okay, paar Tage später hat man sich wieder gegenseitig die Birne weggeballert. Aber hey, für einen kurzen Moment, nur der Kraft der Kunst, der Musik folgend, gab es keinen Krieg. Ich meine, wenn das nicht systemrelevant ist, oder? Ist totaler Bullshit. Ich bin selber fast auf mich reingefallen. Krieg ist natürlich total systemrelevant, ne? Und auch vollkommen krisenunabhängig. Ist ja völlig wurscht. So ein Panzer kriegst du immer noch mal zwischen Tür und Angel verkauft. Also vergesst das Beispiel. Anderer Versuch. Erinnert ihr euch noch an die Golden Voyager Records? Das waren diese Datenplatten, die man 1977 mit der Voyager 1 und 2 ins All geschickt hat, um den Außerirdischen zu zeigen, was uns als Menschen ausmacht. Schon mal gehört? Also jedenfalls auf diesen goldenen Datenplatten, da hatte man zum einen Bilddateien hinterlegt. Das waren Aufnahmen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Wissenschaft. Es gab Audiodateien. Naturgeräusche, Grußbotschaften in 55 Sprachen und 1,5 Stunden Musik. Ach, Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry, Louis Armstrong und Jimmy Carter hat eine kleine Notiz an die Außerirdischen geschrieben.
Das ist ein Geschenk aus einer kleinen, weit entfernten Welt. Eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Kunst, unserer Musik und unserer Gefühle. Und es ist ein Versuch, so unsere Zeit zu überleben und bis in euer Zeitalter hineinleben zu können. Und ich muss das nochmal recherchieren, aber ich glaube, an diesen goldenen Platten hing kein kleiner goldener Panzer. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Außerirdischen, ob ihr uns hört, könnt ihr YouTube empfangen? Ansonsten käme jetzt hier meine Bitte. Liebe Außerirdische, wenn ihr uns hört, bitte tut irgendwas, wenn ihr könnt. Denn ansonsten gibt es irgendwann keine Kunst und keine Kultur mehr, wenn ihr irgendwann bei uns vorbeikommt. Meine Zeit heute auf dieser Bühne ist jetzt fast zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und für diejenigen, die jetzt sagen, war ja klar, dass die Künstlerin jetzt am Ende mit so einer Rührseligkeit um die Ecke kommt, soll ich euch was sagen? Ja, so sind wir Künstler eben. Völlig weltfremd und verzichtbar. Katie Freudenschuss. Dankeschön. Katie, komm her. Ja. Trink einen Schluck nach dieser Show. Super, vielen Dank, dass du gekommen bist. Aus Hamburg angereist heute für aus uns? Aus Hamburg, aus Hamburg, aus der anderen Ecke der Republik. Mhm. Wie geht's dir? Köstlich. Mir geht's gut. Wann war der letzte Auftritt vor Publikum? Blöde Frage. Lange her. Oktober. Oktober. Ja. Wir versuchen ja hier, wir sammeln auch für die Künstler Soforthilfe Stuttgart, tolle Idee, wo sich Künstler und Gewerke auch melden, die jetzt nichts mehr verdienen und unterstützt werden. Also wer Lust hat zu spenden, bitte an die Aktion spenden. Wir haben gestern Abend noch telefoniert und du sagtest, Christoph, ich habe ein ganz neues Lied, soll ich es bringen? Und ich sage, ja, Aerosole, zuerst bei uns und dann in den Charts. Hoffentlich. So wollen wir es machen. Gucken wir mal. Genau. Ich habe eine Nummer, die kenne ich, habe ich im Fernsehen gesehen, bei Puff Puff, kann das sein? Welche war die? Genau. Den Schluss, also die Geschichte über Kultur erhalten. Richtig, genau. Wie war das? Ruft er dich an und sagt, Katie, komm zu mir? Oder hast du eine Agentin, die dich da reinbringt? Ist das toll? Also ich war schon zum Glück sehr häufig bei Sebastian. Mhm. Und genau, also cooler mittlerweile Kollege. Kennt man sich und meinen Agent und die kaspern das dann ab. Aha. Und da habe ich diese Nummer gemacht im... Ich weiß es gar nicht, da war es so, jetzt 5 Monate arbeiten wir schon nicht mehr. Also das ist jetzt dann schon ein bisschen her. Schon lang her, ja. Genau. Und du machst ja viel im Clubhouse, in dieser... Ja, ich habe... Was machst du da? Ich habe Clubhouse jetzt für mich entdeckt tatsächlich. Ich bin mit sozialen Medien, mir fällt das wahnsinnig schwer, immer mit Instagram und alles Mögliche machen. Und Clubhouse, diese App, wo man eben im Prinzip mit der ganzen Welt so telefoniert, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass man da, weil es ja wirklich auch live und nur in dem Moment ist, es keine Aufzeichnung in dem Sinne. Ja, erzähl mal, das heißt, das ist deine Show, die eröffnest du und die Menschen hören dir zu, die eingeladen sind in Clubhouse und du machst ein Programm oder ihr unterhaltet also, euch nur? Genau, es gibt da alles. Es gibt tausende von Räumen, wo Leute miteinander reden und ich habe jetzt gerade mit einer Schweizer Kollegin, Patti Basler, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, sag mal was. Ja, haben wir eben 2 Clubs in der App gegründet, die Kulturistinnen und die Kultur. Und da haben wir jetzt so ein paar Veranstaltungen. Und ich hatte jetzt ein neues Format ist, du bist ein Song und Katie singt ihn. Und dann laden wir halt Leute auf die Bühne sozusagen ein, also die Audiobühne. Und dann erzählen die was und mit Patti mache ich das und dann singe ich jedem seinen Song. Wird es die Zukunft vielleicht sogar sein oder werden wir wie ganz normale Künstler wieder ganz normal auf der Bühne stehen? Also mit ganz normalem Publikum? Ich glaube, dass diese Clubhouse-App bestimmt bestehen bleibt. Ich glaube, für uns Künstler und Künstlerinnen, wenn wir wieder arbeiten können, so wie sonst, werden wir nicht mehr die Zeit haben, solche Medien zu bedienen. Ja. Aber wer weiß, wie es jetzt weitergeht. Wir sind ja alle, es ist ja jeden Tag alles anders. Also ich glaube, es ist ganz gut, einfach mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken, was es sonst noch so gibt. Macht ja gerade jeder. Ich meine, wer nicht seine Küche streicht, die Garage aufräumt, erfindet sich neu.
Ja. Räumt auf, räumt in seinen Texten auf. Ich rede ja mit vielen Künstlern auch für die Serie hier. Was macht ihr gerade? Und sie graben in alten Texten, machen wieder Auflagen. Eine Künstlerin sagte, sie kann ihr altes Programm nicht mehr sehen, weil sie es so oft angeschaut hat, dass sie es jetzt ganz neu schreibt. Also passiert Wahnsinn. Allerhand. Ich glaube, es ist schon auch ein kreativer Aufbruch bei allem Mist, den wir gerade erleben. Ja. Katie, super, dass du da warst. War mir ein Vergnügen. Immer gerne. Die lange Fahrt, wir wissen es sehr zu schätzen. Und sehr gerne. Wir hoffen, dass die Sendung gut euch ankommt. Katie, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Fahr vorsichtig heim nach Hamburg. Danke, dass du die weite Fahrt auf dich genommen hast. Danke, sehr, dass du sehr da gerne. Warst. Danke für die Einladung. Und ich habe euch ja gesagt, wir haben heute einen Frauenabend. Also nach Katie Freudenschuss kommt Kathi Wolf. Ich bin total aufgeregt heute. Also es heißt immer, es gibt wenig Frauen auf der Bühne. Nein, es gibt viele Frauen und sie machen eine tolle Arbeit. Sie ist auch Kabarettistin, Musikerin, komponiert, schreibt Liedtexte, aber sie hat Psychologie studiert. Und das ist natürlich total interessant, eine Psychologin auf der Bühne, die uns alle schon durchschaut, das Publikum. Und auf sie freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Kathi Wolf. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Bitte nicht aufhören. Ich habe es echt nötig, was die letzten 12 Monate so abging. Da bin ich ehrlich froh, dass ich psychisch so stabil, also dass es mir so gut, also dass ich keine Probleme oder so. Also meine Tabletten sind echt der Knaller. Ja, Mai, als Künstlerin, das letzte Jahr, wir waren die Ersten, die sie zu Hause eingeschlossen haben und wir werden die Letzten sein, die sie wieder rauslassen. Ich interpretiere das jetzt einfach mal als Fürsorge und die finanzielle Unterstützung. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Diese ganze finanzielle Unterstützung. Ich hatte gleich mal Schnappatmung und dachte mir, Kathi, hol dir ganz schnell eine Festanstellung in einem systemrelevanten Beruf. Jetzt arbeite ich als psychologischer Fachdienst in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Und keine Sorge, ich habe wirklich Psychologie studiert. Wobei, ehrlich gesagt, hätte ich mir das eigentlich sparen können. Also das ist alles total miteinander verwandt. Ich meine, ob jetzt Schauspiel und Kabarett oder Kinder- und Jugendarbeit, unterm Strich den ganzen Tag Theater. In allen Bereichen steht immer die eine Frage im Zentrum. Wo zur Hölle kommt nächsten Monat das Geld her? Und dass ich als Künstlerin mit 10-jähriger Berufserfahrung einfach gewohnt bin, dass Applaus und Abwertung so nah beieinander liegen, das kommt mir jetzt in der Jugendarbeit sowas von zugute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kurz der Weg ist von ich küsse deine Augen zu, ich fick deine Mutter. Aber es juckt mich nicht. Das perlt an mir ab. Das ist mir total egal. Ich meine, ich kenne das doch. Ich habe doch alles schon gehabt. Ich hatte viel Applaus. Ich hatte sogar schon meinen eigenen Stalker und einen Hater. Also unterm Strich hatte ich jetzt so im Schauspiel-Kabarett-Bereich alles außer viele Fans. Ja, mei. Aber den Hater, das muss ich euch kurz erzählen, weil das war so herzergreifend. Der hat sich richtig Mühe gegeben. Weil eigentlich haten Hater ja so im Internet. Aber mein Hater, der war zu alt. Also hat er einen Leserbrief geschrieben. Und die Lokalpresse da, wo ich herkomme, die hat offensichtlich auch im Wintersommerloch und druckt den dann auch noch. Ja, und so wurde ich gehatet für eine, Obacht, ekelhafte Menstruationsszene in einem Film. Ganz kurz zur Erklärung. Man sieht in jener Szene für eine Millisekunde Kunstblut, das in einen Schlüpper tropft, der dann hektisch von Klopapier umwickelt wird. Cut, Szene fertig. Kunstblut. Ich meine, das kann ich mir doch mit den nötigen kognitiven Ressourcen zusammenreimen, dass es sich in einem Film natürlich um Kunstblut handelt. Die haben da weder die Zeit noch das Geld, den ganzen Monat auf die Kathi zu warten. Also sorry, dass jetzt der Otto-Normalmann, okay, dass jetzt der Otto-Normalmann denkt, die Periode, das ist so ein schickes, cleanes, blaues Gel, das einmal im Monat wie von Zauberhand von der Decke tropft auf eine Damenbinde, die in einer perfekt manikürten Hand auf das blaue Gel wartet. Oh, perfekter Auslaufschutz, genau da, wo ich ihn brauche. Okay, das ist jetzt der Otto-Normalmann, denkt, okay, haben wir verstanden. Es ist auch einfach ein Tabuthema, zu Recht. Es ist ja gerade mal die Hälfte der Menschheit davon betroffen, Entschuldigung. Aber das Problem bei meinem Hater, das ist kein Otto-Normalmann, wann hört ihr endlich von Periode auf zu sprechen? Nein, mein Hater ist, und das ist leider kein Kabarett, praktizierender Gynäkologe. Praktizierender Gynäkologe, der ein Problem hat mit Kunstblut. Also, sorry, da komme ich als Psychologin auch an meine Grenzen.
Ihr könnt euch ja vorstellen, was es für mich für eine Freude war, bei diesem Herrn einen Termin auszumachen. Zum Höhepunkt meiner Menstruation. Es war so ein Blutbad. Ich musste gleich selber wegschauen. Nein, Spaß. Ich mache nur Kabarett. Ich habe voll hingeschaut. Und als das ganze Spektakel vorbei war, habe ich ihn angeschaut und nur gemeint, noch ein so ein Leserbrief und ich komme mit meinen gesamten menstruierenden Freundinnen und wir drehen hier drin den nächsten Zombie-Film. Seitdem ist Ruhe und mich juckt einfach gar nichts mehr. Muss ich ehrlich sagen, mir ist es total egal, auch wenn sich jetzt in der Arbeit ein junger Mensch vor mir aufbaut und mir ins Gesicht schreit, dass er Geschlechtsverkehr mit meiner Mutter haben wird, dann schaue ich ihn ruhig an und sag, okay. Aber Hand drauf, weil meine Mutter hat ehrlich gesagt schon richtig Schiss, du rufst nie an. Kleiner Tipp, das nennt man paradoxe Intervention. Bin ja auch hier, um heute ein paar Tipps zu geben. Das ist ja so, seit ich Psychologie studiert habe, ich muss ja allen immer Tipps geben. Ja? So zwischendurch Tipps, gerade jetzt in der Krise, wie komme ich durch die Krise. Mein Ansatz ist die positive Psychologie. Das ist diese Nummer, ja, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Gut, ich habe das Problem, bei mir ist meistens die ganze Flasche leer, aber das ist eine andere Geschichte. Positive Psychologie heißt einfach auch mal, die guten Dinge zu sehen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, für manche braucht man ein bisschen Fantasie, dass man sie auch findet. Okay, manche haben da ein bisschen zu viel Fantasie und finden Kleinigkeiten, die es gar nicht gibt. Ich sag nur Nanochips in den Impfdosen. Aber darf ich ganz ehrlich was sagen? Ich hätte voll Bock auf so einen Chip. Ich hätte richtig Bock. Ich bin total neidisch. Ich meine, selbst meine Hündin hat so einen Chip. Der würde mir das Leben so einfach machen. Das wäre doch so cool mit so einem Chip. Bargeldloses Zahlen 2.0. Ich laufe ans Kaufhaus. Die sagen mir, Kathi, wir haben heute leider keine Tasche für dich. Da erspare ich mir doch die ganze Blamage danach. Naja. Dieser kleine Chip, der speichert doch alle Informationen, die man über mich wissen muss. Wenn ich mit 1,8 Promille ins Taxi steige, dann muss ich mir meine Adresse nicht aus den Rippen lallen. Nein, die Fahrerin, die liest meinen Chip ein, zack, fertig, die weiß wohin. Und die weiß auch, wie lange sie für den Weg Zeit hat, bevor ich mir den Abend durch den Kopf gehen lassen muss. Und wenn wir schon mal dabei sind, könnten wir doch auch mal über die Genmanipulation durch die Impfung sprechen. Ich wäre voll dafür. Es wäre großartig. Damit ließen sich so viele Probleme in unserer Gesellschaft zack so lösen. Ich meine, erstmal spritzen wir alle auf die gleiche Hautfarbe. Dann braucht man ja fast sowas wie Argumente, um jemanden zu diskriminieren. Und als nächstes spritzen wir allen alle Geschlechtsteile. Ja, wen soll man denn dann noch groß benachteiligen? Und vielleicht sind ja dann nach der nächsten Krise nicht nur wieder die Frauen die Verliererinnen. Ist doch jetzt so. Man sagt, oh, die Pandemie, die hat die Emanzipation in die Krise gestürzt. Aber ganz ehrlich, ich meine, was kann denn die Pandemie dafür? Was kann denn die Pandemie dafür, dass bei uns die meisten, die in diesen unterbezahlten, aber so wichtigen Jobs arbeiten, dass es Frauen sind? Meine Mutter, die arbeitet als Altenpflegerin in einem bayerischen Altersheim. Und die hat 2020 unter der Herrschaft von Markus I. eine Einmalzahlung bekommen. Die hat sich gefreut wie eine Schneekönigin. Aber ich konnte gar nicht so viel schlucken, wie ich kotzen musste. Ich sag, Mama, ich freue mich. Diese Einmalzahlung, die hilft dir safe aus der Altersarmut. Wenn du sie nur richtig investierst. Also in harte Drogen, in den Bungee-Sprung ohne Seil oder in dieses Einschläferspritzchen vom Tierarzt. Eine Einmalzahlung, Entschuldigung. Diese Leute in diesen Berufen, die brauchen jeden Monat eine Einmalzahlung obendrauf. Einmal, weil den Job sonst bald niemand mehr macht. Und einmal, weil sie wirklich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und ich bin mir sicher, die treten dann auch gerne aus dem Rampenlicht zurück und geben den Applaus den Menschen, denen er gebührt. Also ich meine zum Beispiel, wenn ich einen Maskendeal an Land ziehe, dann habe ich wirklich einen Applaus verdient. Aber halt keine 600.000 Euro. Die lieben Herren der CDU haben bei mir in den letzten Zeiten echt so eine Störung der Impulskontrolle veranlasst. Ich würde auch sehr gern klatschen, aber halt keinen Beifall.
Und wenn es Ihnen geht wie mir, dann ich beruhige mich immer, positive Psychologie, ich beruhige mich immer mit dem Gedanken, hey, die CDU ist doch bekannt dafür, dass sie solche Querschläger richtig hart abstraft. Siehe Philipp Amthor, letztes Jahr der große Lobbybetrug und dieses Jahr zack, Spitzenkandidat in MacPom. In your face, Philipp. Ach Leute, ich liebe Kinder. Wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, Philipp Amthor, genau. Ich liebe Kinder. Ich muss ehrlich sagen, deswegen bin ich auch so richtig jetzt in meinem Job in der Kinder- und Jugendhilfe. Ich weiß gar nicht, wie kann man keine Kinder lieben? Ich finde das psychologisch echt bedenklich. Wobei psychologisch noch bedenklicher finde ich ja diese übertriebene Kinderliebe. Also diese Helikoptereltern oder der Michael Wendler oder die katholische Kirche. Oh. Hallo, wie seid ihr denn drauf? Nein, 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 nein. Ich meine natürlich, weil die katholische Kirche Abtreibungen ablehnt. Und das finde ich absolut verständlich. Ich kann das nachvollziehen. Die brauchen schließlich Nachschub für den Knabenchor. Und das ist jetzt keine Kritik an der Basis, im Gegenteil. Ich glaube, uns würden gerade jetzt ein paar christliche Werte richtig gut tun. Aber wenn institutionell so viel verkehrt läuft und selbst die Partei, die das Wörtchen christlich in ihrem Namen verunglimpft, ihre christlichen Werte irgendwo auf dem Weg in die Landtage und in den Bundestag verloren hat und wenn dann der bayerische Ministerpräsident, dessen Namen sich ganz zufälligerweise auf Blöder reimt, sein dämliches Kreuz in jede bayerische Behörde rammelt wie ein räudiger Köter, der an jede Laterne schifft, ja, dann frage ich mich doch schon, wo sind sie hin, die christlichen Werte? Institutionell sollte sich da ganz dringend was ändern. Wie wäre es zum Beispiel, wenn mal Frauen Ämter begleiten dürfen? Wie wäre es zum Beispiel, wenn man mal Frauen in diese Ämter lässt und dann, und jetzt wird's ganz crazy, dürfen Frauen so abgefahrene Entscheidungen treffen wie über Frauenkörper und Abtreibungen? Aber gut, ich merke schon, da muss ich jetzt aufpassen, das spüre ich. Da muss ich jetzt die Männer in Schutz nehmen. Ich meine, die haben es auch nicht leicht, oder? Also jahrtausendelang erfolgreich gelebtes Patriarchat und dann aus dem Nichts, zack, bum, bam, vor 100 Jahren das Wahlrecht für Frauen. Seit über 40 Jahren gehen wir Frauen arbeiten, ohne davor bei unserem Mann um Erlaubnis zu betteln. Und jetzt, das ist so typisch Frau. Kleiner Finger, ganze Hand, das ist wieder typisch. Jetzt wollen wir wieder das Komplettprogramm. Jetzt wollen wir die gleichen Jobs, auch noch für die gleiche Kohle. Wir möchten gern die Hälfte der Macht haben. Also liebe Ladies, jetzt schalten wir mal wieder einen Gang zurück. Wir müssen wirklich dankbar sein für das, was wir haben. Und wir haben schließlich schon die Frauenparkplätze. Und für den Weg ins Parkhaus zum überwachten Parkplatz. Ja, da hat der liebe Gott das Pfefferspray erfunden. Und es schadet uns auch nicht, wenn wir aus lauter Angst heimrennen und nicht gemütlich heimschlendern, weil vom Heimschlendern hat noch niemand Kalorien verbrannt. Ja, vor was rennen wir denn überhaupt weg? Vor dem bösen Mann etwa? Entschuldigung, was, also Gewalt von Männern an Frauen, Männerdominanz, also wie stellen wir die denn dar? Es ist ja nicht so, dass in Deutschland schon mal jede Frau körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren hätte. Nein, gerade mal jede vierte. Okay, jetzt mit Corona können wir die Zahl dementsprechend anpassen. Warum mache ich jetzt so einen harten Cut? Das ist das Zeichen für häusliche Gewalt. Schauen Sie da bitte ganz genau hin, weil damit tun Sie viel mehr und viel Besseres, als ob Sie immer im Blick haben, ob bei den Nachbarn mehr als die erlaubte Personenzahl zum Grill zu Besuch ist. Dankeschön. Kathi Wolf war das. Kathi, komm her. Toll. Hier ist was zu trinken, falls du Lust hast nach Wasser. Dankeschön, dankeschön. Deine Rede. Prost. Was mir saugut gefällt, du knallst ja richtig rein. Du kennst ja gar keine Grenzen, oder? Also inhaltlich. Finde ich super. Gar keine Grenzen. Ich finde, du bist politisch und du hast keine Angst, dass du neue Hater erschaffen hast heute Abend oder an diesem Tag. Und da wir ja alle was lernen wollen, ist es tatsächlich so, dass wenn dir eine Frau im Aldi irgendwie das Zeichen macht, dann heißt es, ich werde daheim gehauen, oder wie ist das? Also nicht nur Frauen, auch vor allen Dingen Kinder. Und es gibt auch Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt werden. Und das ist so ein Zeichen quasi, Daumen rein und die Hand drauf. Gerade jetzt im Homeoffice zum Beispiel,
ich möchte nicht wissen, oder ich kriege es teilweise jetzt im Job ja auch mit, wie viel da jetzt einfach passiert, und dass man das einfach verbreitet, dass Kinder, Jugendliche und auch erwachsene Menschen einfach wissen, okay, es gibt da was. Ja, ich wusste es nicht, ist toll. Wissen richtig. Super viele ja. nicht, ja. Und es ist also kein Kabaretttrick, du bist tatsächlich im psychologischen Dienst gerade tätig? Genau, ich bin fest angestellt, ja. Okay. Also ich fühle mich total erwachsen auf einmal. Genau, es hat sich so ergeben und ja klar, bin jetzt natürlich doppelt dankbar. Zum einen, weil ich da klar eine Sicherheit habe und Struktur, Rhythmus, also das, was uns ja jetzt gerade in der Zeit so fehlt und wo man ja dann auch selber merkt. Und zum anderen, weil ich da einfach tatsächlich einen tollen Job machen kann. Mhm. Aber Künstlerseele würde immer eine bleiben. Ja, klar. Das würde ich wieder auf die Bühne treiben, logischerweise. Ja, klar. Du bist ja, also viele streichen die Wohnung, du streichst dein Programm, du machst es gerade total neu, du runderneuerst dein Programm. Also schreibst kein neues und machst das alte immer anders, bis es ein neues ist. Ja, ich habe das Gefühl, es wird bald ein neues. Also ich habe auch schon den Namen fürs Neue. Also mein aktuelles heißt der Psychopathie, psychisch korrekt, politisch defekt. Mhm. Und das wird jetzt, glaube ich, so nach und nach weggestrichen und irgendwann ist das Neue übrig. Und es heißt Psychokati, Vorsicht vor dem bisschen Wolf. Ja, gut. Und es gibt Demokratie, die, erzähl uns was drüber, was ist das? Demokratie, die, das ist ein Kurzfilmprojekt, für das ich jetzt eine Förderung bekommen habe. Da werde ich das erste Mal selber hinter der Kamera sein. Also normalerweise bin ich ja eher immer vor der Kamera. Und genau, da habe ich bei so einer Ausschreibung teilgenommen und die Förderung bekommen und möchte quasi da auch so ein bisschen, ja, so die Themen, mit denen ich mich auch im Kabarett beschäftige, so filmisch übersetzen, dass da dann ja ein Filmprojekt draus wird. Spricht vor allem Jugendliche an oder Erwachsene? Wer ist die Zielgruppe? Zielgruppe sollten eigentlich alle sein und genau. Ist ja verrückt, dass man nach diesen Jahren wieder für die Demokratie in den Ring steigen muss. Du hast von der Wahlurne gesagt, sehr bewegend, ist tatsächlich so. Vor 10 Jahren hätten wir uns für bekloppt erklärt, wenn man gesagt, die Demokratie ist die Staatsform, die sich durchgesetzt haben wird. Ja, total, total. Ja. Es hat sich ja schon vor 5-6 Jahren abgezeichnet. Da hat sie ja schon mal von rechts außen so einen richtig blöden Bauchschlag ja. bekommen. Und ja, jetzt durch die Krise ist es natürlich wieder. Genau, studiert in Ulm. Psychologie ja? an der Fernuni Hagen. An der Fernuni Hagen, okay. Und war das im Studium schon klar? Warst du da schon auf der Bühne, als du es gemacht hast? Oder war das durchs Studium etwas bewegt? Da muss ich raus, da muss ich drüber reden. Du meinst jetzt Kabarett-mäßig? Ja, Kabarett. Kabarett ist entstanden 2015 tatsächlich während der Flüchtlingskrise. Mhm. Genau, ich mag das Wort immer nicht, weil es ist immer so negativ. Aber ja, für die war es eine Krise. War es für dich ein Knall, dass jetzt muss ich raus und... Genau. Und meine Wut rausreden. Ich muss die Wut rauslassen, ja. genau. Und man hat ja immer irgendwie die Hoffnung, dass man in der Kunst irgendwie doch irgendjemand erreichen kann und dass man irgendeinen kleinen Fußabdruck hinterlassen kann. Tut man ganz sicher. Tust du ganz sicher. Kathi, schön, dass du da warst. Du fährst jetzt wieder zurück nach Weißenhorn. Weiße Horror, genau. Weiße Horror, da gibt es kein, was, wie fährt man da, mit dem Ochsenwagen oder? Genau, ja. Okay. Also erst Ochsenwagen und dann zu Fuß. Dann komm gut heim. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und danke an das ganze Team. Dankeschön. Und ihr schaltet wieder ein. Die Serie geht weiter. Es gibt noch viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die wir hier auf der Bühne haben. Und bitte spendet auch an die Künstler-Soforthilfe. Da werden alle geholfen, alle Gewerke um die Kunst rum, damit wir diese Durststrecke hinter uns kriegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.